Belgien gegen Portugal, sicherlich eins der interessantesten Duelle im Achtelfinale der UEFA Euro 2020. Belgien als perfekter Gruppensieger in diese Runde eingezogen. 9 Punkte aus 3 Spielen in der Gruppe mit Dänemark, Finnland und Russland. Portugal setzte sich als Gruppendritter durch in der Gruppe E mit Frankreich, Deutschland, aber auch nicht zu unterschätzenden Ungarn. Bei Portugal vor allem fiel auf, viele Tore schießen, viele Tore kassieren. Belgien hingegen kassierte bislang erst 1 Gegentreffer, erzielte aber auch 7 Dinger selbst. Belgien in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang, Viertelstunde gespielt, Belgien auch schon der leichte Favorit. Thorgan Hazard auf Eden Hazard, die Brüderkombination. Und so schlecht sah das hier nicht aus. Nach 16 Minuten... Portugal auch gerne mal sehr tief stehend. Hier ließen sie sich etwas überrumpeln, wurden aber nicht bestraft. Freistoß De Bruyne. Zunächst geklärt, aber Belgien blieb in der Szene drin. De Bruyne wirklich unfassbar wichtig, dass der wieder zurück dabei ist. Lukaku aus der Drehung. Sie drückten mehr auf die 1:0-Führung. Portugal tatsächlich in der Defensive etwas überfordert, brachten Cristiano Ronaldo bislang vorne noch gar nicht in die Show. Und Lukaku testet Rui Patricio, der aber auch schon ein paar richtig starke Paraden in diesem Turnier zeigen konnte. Kurz vor der Pause dann mal Portugal mit Cristiano Ronaldo. Diogo Jota auf Cristiano Ronaldo. Aus dem Stand, aus der Drehung. Durchaus ansehnlicher Abschluss, aber Thibaut Courtois geht auf Nummer sicher, lässt ihn einmal kurz klatschen und fischt ihn dann vorm Boden auf. 0:0 nach 45 Minuten, das ging schon so in Ordnung, wenngleich Belgien, die schon bessere Mannschaft war, aber zu 100% waren sie eben noch nicht gefährlich. Zweiter Durchgang läuft, wieder Belgien im Vorwärtsmarsch. Meunier auf Lukaku. Sie näherten sich wirklich an. Patricio hatte mit seinem Außenverteidiger noch eine Rechnung zu begleichen. Die Flanke kommt, Lukaku wird gesucht und gefunden. Der Kopfball dann aber knapp 1 Meter am rechten Pfosten vorbei. Und immer wieder De Bruyne, Lukaku, Hazard. Die konnten hier wirklich gut spielen. Thorgan auf Eden Hazard. Irgendwann musste es eigentlich dann mal soweit sein. Riesige Möglichkeit. Dieser Pass von Thorgan Hazard wirklich sensationell. Hebelt da komplett die portugiesische Verteidigung aus, aber noch ohne Erfolg. Über 1 Stunde gespielt. Belgien machte richtig Druck. Eden Hazard setzt sich dagegen. Pepe durch und Ruben Dias kommt zu spät. 1:0 für Belgien. 62. Minute. Hochverdienter Führungstreffer mittlerweile. Pepe lässt sich hier abkochen, so kennt man ihn eigentlich nicht, ist sonst rigoros im Zweikampf, auch im 16er. Hier möchte er nichts riskieren, ja, es wurden schon einige Elfmeter gepfiffen. Auch im letzten Spiel bei Frankreich gegen Portugal, über die man sich streiten könnte. Aber ohne Zweikampfverhalten wirst du über Eden Hazard eben nicht her. Und so kassiert man dann den Rückstand. Und Belgien wollte schnell alles klar machen. Lukaku abgelegt mit dem Kopf zu Eden Hazard. Spielerisch teilweise richtig, richtig hochwertig. Und so spielt sich Belgien Stück für Stück dann doch wieder zum richtigen Turnierfavoriten. Portugal musste weiter verteidigen. Und nach vorne kam sie gar nicht in die Verlegenheit mal anzugreifen. Witzel mit der Flanke, Lukaku Kopfballaufsetzer und jetzt hatte er auch sein Tor. 79. Minute, das 2:0, die Entscheidung in dieser Partie.
Kurz ausgeführte Ecke. Und Lukaku gegen die Laufrichtung. Starke Flanke von Axel Witzel. Ein super Tor. Ein starker Auftritt von Belgien. Sie ziehen mit dem 2:0 verdient und überaus souverän ins Viertelfinale ein. Und Portugal muss sich jetzt schon verabschieden.